Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute ein Video zum Thema Körperbewusstsein. Allerdings möchte ich vorausschicken, dass gerade dieses Thema sehr, sehr umfangreich ist und vielleicht weitaus mehr bedarf als ein Video. Deshalb sollte es ein Einstieg sein und Körperbewusstsein richtet sich im Äußerlichen wie im Innerlichen. Unser Äußerliches können wir täglich im Spiegel betrachten oder auch selber im Körper ansehen, ob sich irgendwas verändert und können dann dementsprechend handeln. Wir können uns rasieren, wir können uns waschen, wir können uns pflegen und so weiter, vieles mehr. Dieses Äußerliche, Körperliche, aber Körperbewusstsein ist auch innen und ich möchte jetzt in dem Sinn mal, das Äußerliche ist ja meistens jetzt nicht mal, ich meine jetzt nicht vom Aussehen her, sondern das Äußerliche ist ja meistens schon über die Haut, wenn wir nehmen als Beispiel, ein Zeichen, dass irgendwo was nicht stimmt. Also das beginnt dieses Körperbewusstsein meiner Meinung nach im Innern. Denn da können wir viel mehr erkennen, als wie nur im Äußerlichen. Und Körperbewusstsein beginnt einfach mit der ersten Übung. Das ist unser Atem. Wenn wir durch die Nase ein- und ausatmen gleichmäßig, haben wir unser Atembewusstsein. Das heißt, ich setze mich her, ich muss gar nicht groß meditieren, man kann es natürlich auch in einer Meditation machen, weil dann unsere Aufmerksamkeit einfach noch mehr nach innen gerichtet ist. Wir werden durch Äußerlichkeiten nicht so abgelenkt. Und auch jetzt mal den Atem kurz zu erklären. Ich habe es ja schon in anderen Videos erklärt, wie so ein Kreis. Einatmen, Pause, Ausatmen, Pause, so. Aber wie ein Fluss, so. Ist einfach oben, wenn man stehen bleibt, so ein, wie so ein Überlegen, der nächste Schritt, obwohl der ja automatisch ist. Aber es ist so ein kurzes Innehalten. Und wenn man das öfter übt, dann entwickeln wir dieses Atembewusstsein. Ist sehr angenehm. Und jetzt ist das nächste, dann haben wir schon unseren Atem im Körper, dass wir auch in den Bauchraum hineinatmen, dass wir zum Beispiel, du kannst es auch im Liegen machen, dich flach auf das Bett legst und in den Bauchraum reinatmest und die Hand auf den Bauch legst und auch auf die Brust und ganz bewusst spürst, wo du hinatmest. Das ist diese erste, dass der Sauerstoff in unseren Körper fließen kann. Das ist die erste Energiequelle, die wir haben. Und da muss man auch in die Tiefe gehen, das will ich aber in diesem Video heute nicht machen. Und dann geht es ins Körperbewusstsein, also der Atem ist das Erste. Dann haben wir die Nahrung und hier haben wir zwei Bereiche. Einmal die Flüssigkeit und einmal die feste Nahrung. Was nehme ich zu mir? Kann ich mir selber die Wirkung zeigen, wenn man sich ein bisschen gesund, bewusst ernähren möchte? Was gebe ich in meinen Körper hinein und will eine Wirkung zeigen. Wenn ich zu viel Alkohol trinke, dann bekomme ich einen Rausch. Ne? Und hat seine Wirkung. Ne? Kann ganz lustig sein, aber kann auch ganz schön in die falsche Richtung gehen. Also genauso ist es mit vielen anderen Stoffen auch in flüssiger Form. Also essen sollten wir da schon ein gewisses Körperbewusstsein haben, in was für Richtung das geht, was wir an Flüssigkeit in uns hineinschütten, ne? Und dann an Nahrung. Es ist genauso, wenn ich heute hergehe und mir die Nahrung ansehe. Oberflächlich mag es ja ganz schön ausschauen, aber was ist drin? Und zwar, es geht nicht um das. Natürlich habe ich Freude, wenn das Essen schön serviert wird, schön aussieht, dann habe ich zuerst mal Freude und sage, oh, schaut das lecker aus. Und das nächste ist dann, im Verborgenen, ich
esse es. Und so fängt schon an mit Kauen. Die meisten Menschen haben heute gar keine Zeit mehr, so richtig zu essen, so richtig zu kauen. Sie hassen das Essen viel zu sehr in sich hinein. Oft wird auch noch mit viel Luft mit vermischt und erwundern sich dann über Blähungen und dergleichen. Also das heißt bewusstes Essen, auch mal das Besteck abzulegen und langsam zu kauen und es zu genießen, hat man auch oft mehr, viel mehr vom Geschmack. Und dann natürlich bewusst zu sein, wissen, was für Inhaltsstoffe in dieser Nahrung sind. Weil diese Inhaltsstoffe werden ganz einfach seine Wirkung zeigen und es ist ein ganz einfacher Vorgang. Das Essen geht hier rein, geht runter bis in den Magen, Darm und wird einfach nur zersetzt und der Körper zieht sich einfach nur die Stoffe raus, die er braucht. Und den Rest scheiden wir wieder aus. Na, also das braucht man da nicht. Und wenn man sich jeden Tag ein bisschen mit seinem Stuhlgang beschäftigt, dann frage ich mich oft, wie viel sinnloses Zeug isst du da, was du da wieder ausscheidest, was der Körper gar nicht braucht. Oder den Rest behält sich, also den kleinsten Teil unserer Nahrung, behält sich der Körper eigentlich dann, was er wirklich braucht. Und da fängt Körperbewusstsein an. Atem, Flüssigkeit und Nahrung. Und die vierte Säule ist, wie wir uns fühlen. Unsere Emotionen, unser Gefühl, unser Lebensgefühl und wie ich mich fühle in dem Moment meines Daseins. Die Dankbarkeit. Also und es gibt ja für mich so vier Punkte. Das eine ist die Freude, bin ich in der Freude oder bin ich in Liebe oder in die Schönheit. Fängt an, ob ich mich selbst für schön befinde oder die Dankbarkeit im Leben. Natürlich haben alle Säulen auch ihre zwei Seiten. Also die Polarität. Da müsste man einzeln jetzt in das Ganze reingehen, aber das würde den Rahmen des Videos sprengen, also wirklich zu sprengen, ne, weil es so viel ist. Okay, das soll eine Einführung sein ins Körperbewusstsein. Am einfachsten, meine Empfehlung, nimm dir wirklich mal Zeit und das regelmäßig. Am besten jeden Tag mal ein bisschen in dich hineinzufühlen, in deinen Körper. In dein Körper, Seelenhaus, egal wie man es bezeichnen möchte, hineinzufühlen. Mit diesen Bereichen bewusst zu atmen oder was trinke ich, was esse ich und dergleichen und vieles mehr. Und wenn du dieses Körperbewusstsein entwickelst, bist schon auf einem guten Weg. Und in diesem Sinne war es in diesem Video heute ein Einstieg. Für Körperbewusstsein sei dir deines Körpers bewusst und es wird seine Wirkung zeigen. Okay, bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.